Ich glaube dir keiner, dass du beim letzten Stream anwesend warst. So, meine Lieben, neue Runde, neues Glück. Wir haben 9er Elfenforce. Ein 9er Elfenforce von dem guten Silasio. Oh Gott, Aussprache King wieder mal. Deswegen nehmen wir auch gleich mal die zwei Miranas mit. Es gibt zumindest einen Legendary Elfen, das ist schon mal ein Dream. Und da müssen wir mal schauen, wie wir die spielen, die Elfen am liebsten. Am liebsten mit allem ohne Schaf. Das wäre dieser Fake-Paul, kann immer einer bannen. Hatte Murphy, hattest du die gleiche Fehlermeldung? Oder ging es bei dir, wurde es bei dir nicht angezeigt? Weil jetzt wurde gerade die Zuschauer sehr bei mir angezeigt. Aber es wurde angezeigt, dass ein Fehler aufgetreten ist. War das das gleiche bei dir? Das Klassenzimmer Blue Button, glaube ich, auch gesehen. Ja, habe ich, das ist sehr süß. Ja, okay, dachte ich mir, dass es noch gesehen hat. Da dachte ich mir doch. Hallo Jan, moin moin. So, wer spielt jetzt mit? Hey, ja, aber dort, ach, das Problem ist, okay, der macht, glaube ich, die Runde nicht. Dort, ich spiele ganz oft die Elfen, das ist ein Elfenforce nicht gut, aber ich habe jetzt gar nicht in die Richtung bisher immerhin. Aber baue ich jetzt schon einen Marcy Carry auf oder nehme ich jetzt sowas wie so ein Dragonlance mit für eine Mirana mit Sniper und mit Ding später? Jetzt bannen wir mal kurz die nächsten Rolls ab. Gar keine Möglichkeit gehabt, okay. Ja, ich habe es nach dem Restarten konnte ich bei mir machen. Nach dem Restart hat es bei mir funktioniert. Hoffentlich nicht mal eine Hand oder ein Elfen noch nächste Runde. Aber jetzt gehen wir erstmal aufs Cold. Wie der Roll sieht voll clean aus irgendwie mit dem Doppelt Dark Seer und Doppelt Crystal Maiden. But Crystal the Maiden is a true desire. Weltmeister Ginter, hallöchen, moin moin. Ich begrüße Sie in diesem wundervollen Stream mit dieser wundervollen, wundervollen, süßen Community. Ich glaube, Dota hat viele gute Artists, sind auch viele schicke Designs dabei. Ja, ich habe schon so viele guten schönen Sachen gesehen von Dota. Da habe ich schon viel, viel gutes Zeug gesehen. Natürlich übertrifft nichts. Überhaupt nichts. Ah, fuck, es gibt nämlich. Nee, ich darf jetzt nichts sagen. Es gibt mehrere Zuschauer, die was Cooles gemacht haben. Ich sage jetzt lieber nichts. Aber natürlich sind natürlich die Sachen von Blue Button und von Patrick die besten. Und den anderen auch. Weißt du, ich sag nichts, danach sage ich was. Also, das ist ja auch schlau. Auch mal wieder Blue Pieces Only Runde. Boah, wir haben echt lange keine Forces mehr gespielt generell. Lässt sich mit Elfen verbinden, würde ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Ich gehe dann mal klippen. Alter, was geht bei Mirana ab? Hat die Bock? Aber eigentlich spiele ich gar keine Lowstar Elfen. Ich will... Es gibt keinen Shrink. Ich will Marcy Carry da mal spielen. Das wurde mir jetzt so oft angeteasert von Leuten. Eigentlich von Gucci die ganze Zeit. Aber irgendwer, ich glaube Graphite war es, der hat auch mal gesagt, dass Elfen Monks richtig gut ist. Aber ich muss 9er Elfen ins Late Game schaffen irgendwie. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Oh, da merkst du direkt, dass es 4er Orks sind. Das sind 300 Leben, aber das macht so einen riesigen Unterschied. Ich bekomme einfach keinen Unit tot. Mit Glück bekomme ich ihn tot. Ich habe den einen noch tot bekommen. Merkst du sofort den Unterschied mit 4er Orks. Und früher waren das plus 500. Ah gut, da war auch dein Blattsieger eine Zeit lang draußen aus dem Pool. Ja, das ist schon true. Aber ich will die schon geil spielen mit einer Marcy 3 lieber. Aber man könnte die auch rollen mit 4er Wizards, das stimmt. Da möchte ich natürlich ihm nicht widersprechen, Mr. Mega Man. Ach, immer nur negative Sachen klippen, finde ich frech. Bam bam balalam tam da da dam tam da da dam tam da dam dun 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 dun. Hey, wieso sind wir noch 36 Leute? Was ist denn das? Gerade eben waren wir noch 48. Ja, nö, okay, dann gehe ich jetzt offline. Tschüss.
Bin dann mein Essen bis später vielleicht. Ja, bis später, Patrick. Dann sind wir noch 35. Ich zähle als 10, sorry. Ja, das Gefühl habe ich auch. Oh Mann. Wobei das mit deiner körperlichen Statur vielleicht nicht ganz zusammenpasst, Patrick. Das wird bei mir besser passen als bei dir. So. Game. Jetzt gönn doch mal was. Ne, das bringt mir gar nichts. Dann mache ich wieder nochmal einen zweiten Schnibber rein. Der hat ja auch den Dwarf-Buff. Dwarf-Buff. Ich glaube, ich mache hier nochmal einen davor. Ich mache sogar so, so um. Warte mal, das ist die Marcy. Wenn ich die spielen will, dann muss ich die auch kaufen. Vielleicht soll ich die als Tank da vorne dazustellen einfach. Wenn ich gewinne, gehe ich glaube ich auf 20 Echo mit den Zweien hier. Ja, das machen wir. So. Guten Hunger, Patrick. Ich habe mir heute zum Abendessen ein schönes Kürbiskörnbrötchen gegönnt. Habe ich mir vorher gekauft, habe ich dann schön aufgeschnitten auf dem Toaster nochmal draufgelegt. Kennt ihr bei Toaster, kennt ihr wahrscheinlich die meisten. Bei den meisten Toastern hast du hier so einen Aufsatz, wo du dann oben drauf noch irgendwas so rösten kannst, so ein bisschen was nicht in den Toaster reinpasst. Schön aufgeschnitten von beiden Seiten. Ich liebe Kürbiskornbrötchen, wenn obendran die Kürbiskörner so warm sind, so heiß, so richtig so knusprig dann werden. Das ist richtig, richtig nice. Da kann man nichts dagegen sagen. Oh, der hat 300 HP nur. Dann steche ich ja lieber ihn als. Dann steche ich ja sogar lieber ihn als Tank rein. Auch wenn der keinen Sinn in der Comp gibt. Aber ich habe eh keine Elfen durch sie auch. Mir fehlen noch zwei Elfen. Die besten Künstler, Kappa. Oh Gott. Wenn irgendein anderer Künstler kommt, dann war das Sachen geklippt jetzt sehen schon. von Dota. Da habe ich schon viel, viel gutes Zeug gesehen. Natürlich übertrifft nichts. Überhaupt nichts. Ah, fuck, es gibt nämlich. Ne, ich darf jetzt nichts sagen. Es gibt mehrere Zuschauer, die was Cooles gemacht haben. Ich sage jetzt lieber nichts. Aber natürlich sind natürlich die Sachen von Bluebarten und von Patrick die besten Sachen Junge, wie gesehen. der ist einfach abgeschnitten ist auch noch. Ist auch geil, dass ich nichts sagen wollte und 5 Sekunden später sage ich was. Der Klassiker. Warte mal, jetzt ergibt es aber alles einen Sinn. Jetzt habe ich nämlich Elfen dazu noch. Danke, Blue-Button. Ja, Patrick ist noch da, das wusste ich doch. Ja, wusste ich doch, dass Patrick noch da sein wird. Der würde uns nie hängen lassen. Ich glaube, ich gehe euch mal die Dragonlance zu ihnen zum Sniper rüber. Oh, ein Chaos Knight 2 kann ich dagegen anhalten. Ich habe viel Schaden und keine Tankiness. Aber der Schaden macht genug Stress. Ehrenteam. Oh, das bin ich. Das wird auch interessant. Ah, okay, ne, wird nicht nur sein, der Vanguard. Nimm alles zurück. Ich mache null Schaden auf ihm einfach mit dem Taunt noch dazu. Der Error reicht auch nicht. Der macht 300, glaube ich, oder? Ne, macht er nur 200, der Error? 150 sogar nur. Bad. Warte mal, war Mirana früher eine Two-Star-Unit? War Mirana früher mal eine Two-Star-Unit? Kann es sein? Windranger war einfach mal eine Four-Star. Und eine Three-Star war Windranger, glaube ich, auch mal. Ich glaube, die war alles schon. So, ich will den hier rüber machen. Warte mal, ne, den nicht. Den hier und den hier. So. Ich bin der Chicken Man. Ich bin der Chicken Man. Was will ich, wenn ich jetzt auf Elfen roll? Auf Marcy 3 rollen will, dann wäre halt schon Family Discount echt viel wert. Die andere Option wäre halt direkt den Fan-Banner zu nehmen, wenn er kommt. Aber was anderes will ich eigentlich nicht haben. Gut, der Dismiss, dann kommt wenigstens vielleicht noch einen fetten Dismiss machen, das wäre auch okay. Schauen wir mal. Ah, dann nehmen wir den Fate-Banner direkt. Der gibt mir auch direkt einen zusätzlichen Elfen, das heißt 9er Elfen, 4er Monks ist easy peasy drin. Das ist easy peasy drin. Ja, wir gehen Level 6 und rollen auf Marcy 3, Treant 3, solche Sachen halt. Und nehmen noch den
anderen Monkey Boy mit. Ich überlege gerade nur, wen ich als Monk machen will von den anderen Elfen. Es gibt keine TA, also kann ich. Boah, wir könnten Anti-Mage zu einem Monk machen oder wir machen halt einen Fernkämpfer zu einem Monk mal. Ich habe aber gehört, der neue Anti-Mage soll auch stark sein. Na gut, so können wir wenigstens den neuen Anti-Mage mal auch uns angucken. Die Runde jetzt. Durch den Force. Aber wir könnten auch auf Level 7 gehen und den Sniper halten, ne? Und auf Level 7 nachher rollen. Und dann hoffen, dass wir bis dahin Family Discount haben. Und dann können wir 6er Elfen, 3er Hunter spielen mit Dwarfs. Ich glaube, das ist der Call. Und das Miss wird auf jeden Fall Akia. Mal kurz checken, ob irgendwer mir die Elfen committet. Aber diesmal echt mal ausnahmsweise keinen der Elfen spielt. Das könnte alles funktionieren. Der Force könnte aufgehen. Doofes Clipping-Tool. Ich hatte mir so viel Mühe gegeben, am richtigen Frame zu klippen und dann fehlt im fertigen Clip trotzdem eine halbe Sekunde. Ja, wäre witzig gewesen, wenn man das Ende noch ganz knapp gehört hätte, dann ist es quasi direkt nach dem Ende der Frame, ne? Ja, mach dir keinen Vorwurf, ist alles gut. Ja, warte mal. Dieses Doppelmaß ist so dumm hier. Ich muss es symmetrisch stellen, das triggert mich sonst zu sehr. Ich glaube, ich versuche die Mirana auf 3 mitzunehmen, einfach random, warum nicht? Vielleicht gehen wir sogar Mirana danach, die Item-Sachen. Das nächste Mal ich Akir das Mist, danach gehe ich auf Level 7, versuche irgendwie die Elfen voll zu bekommen und schilder mein Leben. Ach, warte mal, ich kann gar keinen zum. Ich kann. Ich bin gerade. Ich bin so dumm. Ich muss ja einen zum Elfen machen. Ich habe ja die Fate-Card, das heißt, ich kann keinen zum Monk machen. Das bedeutet, ich mache den Monkey King, mache ich zu einem. Hey, das geht alles nicht auf. Geht das auf noch? Den Monkey King zu einem Elfen machen? Hey, das geht nicht auf mit 4er Monks, oder? Das geht nicht auf. Ich kann keine 4er Monks spielen, weil ich die falsche Karte habe. Machen einen Wizard zum Elfen. Ja, aber das geht dann trotzdem nicht auf. Geht es dann auf? Ich glaube, das geht dann trotzdem nicht auf, oder? Time to shove off. Behold my beauty. Mach mal einfach das Zeug so rein. Hab ich trotzdem noch die Elfen. Wenn ich einen Wizard zum Elfen mache, muss ich 8. Na warte mal, ich habe 8 Elfen, habe ich schon 2 Wizards dabei. Und dann noch 2 Monks und dann habe ich doch, es geht, dann geht's auf. Weil die in der Runde des Miss Humans hat gut funktioniert, der Call. That didn't aged well. Ja, aber 16 Gold und dann ein mehr Dismiss, aber 8 Gold ist schon cheapy, cheap, cheap. Und ich habe früher den Dismiss. Aber wahrscheinlich ist das andere schon besser trotzdem. Wir gehen jetzt Level 7 auf entspannt. Und gucken, dass wir dann bis Runde 8, bis Runde 20, irgendwie so 80 Gold, 90 Gold, 100 Gold haben. Vielleicht bekommen wir dann Family Discount. Das wäre natürlich super. Wenn wir Family Discount nicht bekommen, bezahlt. Das müsste passen, wenn ich 8. Ja, nee, das passt wieder nicht. Ah, doch, das passt. Ich habe 8 Elfen, habe 2 Wizards. Das heißt, ich habe 9 Elfen dann. Mach eine Wizard zum Elfen. Ich kann doch gar nicht. Doch, kann ich. Alter, ich bin so verwirrt. Was ist los in meinem Kopf? Doch, das müsste klappen. Mann, jetzt gibt noch einmal nochmal einen Safe Call. Das klappt. 8 Elfen, 2 Wizards, nochmal 2 extra Monks dazu. Level 10 passt. Also muss ich wirklich einen Wizard. Dann mache ich einen Dings dazu. Mal gönne ich mir entweder einen Grimstroke oder einen Rubik. Ich bin ja eher so der Rubik-Fan. Weil Grimstroke auch mit Windranger funktionieren würde. Einfach Dark Willow zum Elfen machen, genau. Ich bin der Chicken Man. Komme von dem Chicken einen dicken Bauch. Ich find's auch cool, wie Patrick schon die ganze Zeit weg ist zum Essen und trotzdem die ganze Zeit hier reinschreibt. Ich feier's. So gefällt mir das. Ich fühle mich gerade ein bisschen so wie früher, Leute. Ich bin gerade so irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade so hyped. Wie so, als ich 2020 die ersten Streams. Ich habe gerade diesen Hype-Modus wieder drin. Freut mich. Das ist ein geiles Gefühl. Boah, ob sich das gleich lohnt, dafür Kunk. Ich könnte gleich, wenn ich Level abgehe, könnte ich doppelt Kunk erstellen mit Medusa. Ob ich die drei rausnehme für 3 Low-Elfen, für Elfen, ist glaube ich Quatsch.
Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wäre cool, wenn wir ein Treant oder so noch hätten, irgendwas, was tankt. Warte mal, da ist der Rubik theoretisch. Wenn ich einen Rubik zum 11 machen will, könnten wir Rubik auf 3 auch versuchen noch mitzunehmen. Rubik 3 wäre schon krass auch. Durch dein Schild von deiner Cam kann man durchschauen. Mal schauen, wie lange der Hype hält, bis es nicht gut läuft. Was? Durch dein Schild von deiner Cap kann man... Ach, durch das Schild von meiner Cap kann man durchschauen? Ach so, hinten. Ja, weil das grün ist. Die Cap ist grün. Hier unten dran ist die grün. Mann. Ja, ich lösche nicht. Will Ubi jetzt schon mitnehmen. Also wir machen einen Rubik-Elfen, sage ich jetzt einfach mal auf frech. Dann können wir auch jetzt so schon stellen, dann müssen wir nur... Dann können wir Kunker als Tank trotzdem lassen. Dann haben trotzdem schon 6er Elfen, das ist ganz cool. Den Rubik darf ich nie wieder löschen. Und es wird mir passieren. So, euch level ich hoch. Die Medusa nehme ich schon mal raus. Komm, wenn du eine Ult schaffst, dann krieg ich jetzt mit ihm die Items. Ansonsten. Also, wenn ich jetzt die Streak halt, hole ich vielleicht doch schon mal ein bisschen. Auch wenn ich noch keinen Family-Discount habe. Aber wenn ich die Streak halte, würde ich mir gerne die Möglichkeit offen halten. Also, mindestens, dass ich ein oder zwei von denen noch fertig ziehe. Vielleicht hole ich dann seine Streak, bleib selber stärker. Ja, ich roll ein bisschen. Wir haben den Dismiss auch schon drin. Das passt schon. Backhammer in den Ofen geschoben. Oh, Backhammer ist schon ganz hohes Level. Ich weiß gar nicht, wie viele Elfen ich nachher... Ich muss mal überlegen nochmal. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr so viele sammeln. Okay, immerhin ihn hier fertig. Da wäre der Kunker jetzt. Mach mich nochmal ein bisschen stärker. Warum sagt ihr immer solche unanständigen Sachen? Und Brot geschnitten, das muss ich halt warten. Kann auch gerne gehen. Ach Patrick, Mann, du musst doch das nicht direkt so, ne? Du weißt, dass ich dich extrem gerne hier habe. Ich will jetzt keine Lieblingszuschauer nennen, aber... Kommt der Clip gleich wieder. Übrigens, bei der Kuchenteig-Abstimmung auf Instagram... Guck mal, ich hätte die Stücke jetzt verloren, glaube ich, ohne die Windranger 2. Bei der Kuchenteig-Abstimmung haben die Leute gedacht, dass Patrick da abgestimmt hat gegen Kuchenteig. Dass Patrick schlecht für Kuchenteig abgestimmt hat, aber das war natürlich nicht der Fall. Aber er wurde hier verdächtigt. Ich will die Marcy. Vielleicht soll ich jetzt... der letzte hat ja einen Drop. Der hat einen Drop, sehe ich, einen Disruptor-Drop. Verräter. Ich habe krass gut für ihn abgestimmt. Ja, die Leute hatten keinen Trust in dich. Ach Leute, ich habe schlechte Laune. Nein, Spaß. Ey, ich habe übrigens einen fliegenden Teppich. Boy, das ist geil. Auch geil, dass man nicht ranzoomen kann. Alter, das... Wieso haben die den Zoom geändert? Wie kann man den Zoom so abändern? Oh, meine Streak ist weg. Oder? Der Pfeil ist nicht ready. Okay. Oh Gott! Die ganzen. Die Erasure hat jedes Mal getriggert. Der Teppichträger ist schon. Der ist schon Kill. Killer? Kill, Alter. Schon King. Ja, ich gamble jetzt auf die eine Runde noch. Wenn ich die Streak verliere, verliere ich sie halt, aber. Darauf wird es noch gegambelt, weil wenn ich jetzt gleich Elite-Ding bekomme, Family Discount. Wird es deutlich cheaper. Hey, 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 was soll der Anti-Mage hier? WLAN ist so mies, ich glaube, ich muss wie Patrick auf 160p schauen. Hallo, Hedy, moin, moin.
Du meinst hören. Oh je. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hey, Crystal Cats, was geht ab? Moin, moin. Wunderschönen guten Tag. Oh, oh. Assassinen in meine Backline. Junge, der Enigma kam so raus. Hat der auch einen Drop bekommen, der Mörferich? Oder hat der nicht geputter? Hat der auch einen Drop? Ui. Natürlich freue ich in Runde 19 die Streak. Das ist doch belastend. Na, ich gehe nicht auf 3. Ich gehe auf die auf 3, so, aber nicht auf ihn. So, wir brauchen jetzt unbedingt. Unbedingt. Was? Rubik mit Berserker Call. Aber ist euch mal aufgefallen? Ohne Witz, bei mir holt sich Rubik immer Berserker Call. Jetzt muss man es gerade mal ansprechen. Ich habe Rubik schon 1000 Mal mit Berserker Call gehabt. Immer Berserker Call. Immer. Geht es euch auch so oder geht es nur mir so? Ich bräuchte eine Statistik. Ich glaube, es gibt einen Bug, dass der, wenn es Ex als Gegner da ist, dass er sich Berserker Call holt. Irgendwann muss das Streamerlag auch mal vorbei sein. Das hat ja nichts mit Streamerlag zu tun. Berserker Call ist ein Klassiker, das stimmt. Geil. Ich bin nicht alleine. I'm not afraid. Not afraid. Wieso? Wieso? Ich habe wenigstens noch viel Leben, dass ich noch viel nutzen kann. Gut, dass ich Marcy Carry spielen will, die so gar nicht kommt. Beschwert und schon läuft's. So muss das. Wird noch ein Tree für Tree 3. Könnten wir gleich mal noch spontan mitnehmen, vielleicht. Na, warte mal, ich kann jetzt schon Marcy alles geben. Das sind ja gute Marcy-Items sogar. Typischer Power muss ich nur beschweren, dann kriegt er, was er braucht. Tja, so läuft das im Leben manchmal. Jo, lass dir schmecken, Patrick. Lass dir schmecken. Na, Backhambeer wäre ich jetzt echt auch für zu haben. Don't blink, or you miss me. Not afraid, not afraid. So, 2 Furions, ein Tree, danach können wir das Gemoche drumherum wechseln hier. Ja, ich weiß nicht, ob die Mirana ein Ding ist. Ich meine, es sind 3 Miranas und Mirana 3 einfach so zu haben, ist ja billig, aber der Bankplatz könnte es sein am Schluss. Ich muss halt noch 3 Level schaffen. Immer so, wenn unserseits sich beschwert wird, dennoch nicht besser. Ja, das ist aber nur euer Gefühl so. Das ist beim Zuschauen kann man schon das Gefühl so haben. Ach, ich muss kurz, ich kann nicht anders. Ich bin da jetzt greedy drauf, es tut mir leid, Leute. Manchmal ist der Greed einfach zu groß. Manchmal wird er belohnt und manchmal nicht. Bevorzuge ich den jetzt über den Tree? Ich weiß ja nicht. Ich nehme den nochmal raus, ich hole den ja später wieder. Ich wollte mal noch das Mana hier rüber geben schon mal. Den lösche ich nachher eh weg. Kann ich das auch nachher wieder nehmen. Ja, ein Treant. Ja, aber wird schon besser sein als der Treant auf ja, wobei. Ja, ich denke schon. Level 8 können wir schon 9er Elfen stellen, wenn wir Sniper dann löschen. Dann verlieren wir aber Dwarfs und Hunter.
Ja, du hast einen Hunter, verlieren wir dann. Schrexi. Wer hat eigentlich dafür gesorgt, dass Paul mal Elfen spielt? Ja, Junge, ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken. Oh, das ist cringe. Ich kann vor allem nicht aussprechen. Er hat außerdem nicht mehr in den Chat reingeschrieben. Ich muss gerade hochscrollen. Ah, genau. Dankeschön. Ich will es nicht wieder nicht aussprechen können. Silasio. Silasio 0. Er geht raus. Danke für diesen wundervollen Force. 9er Elfen, ja. Auf Level 8 habe ich die schon, ist das Schöne. Aber ich möchte wirklich schaffen, einen geilen Carry dazu aufzubauen. Ich frage mich, ob ich noch Phantom und Rubik würde ich auf jeden Fall mitnehmen, denke ich noch. Ich glaube, die Phantom lasse ich auf 2 nur. Brauche ich die Phantom überhaupt in der Runde? Man könnte halt was anderes reinmachen. Ich will ja den Voker eigentlich auch noch spielen irgendwann später. Und den will ich auf jeden Fall noch stellen. Vielleicht war die Phantom auch Quatsch. Wobei, die, wenn ich eh nach Sniper rausnehme, ist die besser als eine von den zweien hier. Kann ich Windranger austauschen für eine Phantom. Wobei, Phantom auf 2 macht im Late Game genauso wenig. Ich glaube, die Phantom war wasted money. Wobei, das, ich kann mal, ich habe noch gar nicht, ich, damit habe ich dann 9er Elfen. Und dann irgendwann für den Rubik was austauschen. Ja, Level up und ihn hier raus. Ach, ich weiß nicht, Leute. Roll ich jetzt weiter und versuche noch die Marcy auf 3 zu bekommen? Oder gehe ich einfach Level jetzt? Aber da muss ich ja halt nachher so einen scheiß Mangel King 2 als Carry spielen. Morgens ist doch auch kacke. So richtig gut kam es halt auch nicht an. Wurde gecallt, dass es gut auf Marcy sein soll. Direkt GG. Da muss ich wieder an die Runde denken, in der einer reingeschrieben hat, Type Miners Gold für irgendwie irgendeinen Cheatcode und dann hat es jemand gemacht. Das werde ich nicht vergessen. Oh, das Anti-Match will ich ja auch noch spielen. Naja, wisst ihr was, dies Quatsch. Ich will ja Anti-Mage noch zocken. Hab ich ein bisschen Gold verbrannt. Voll vergessen, dass Anti-Mage auch noch am Start ist. Oh, wir wollten den Skin auch noch angucken. Ach man. Aber ja, gut, ich kann hier so eins wenigstens rauszoomen einmal. Dann sieht man trotzdem ein bisschen was. Das geht ja immer noch. Aber ich kann, ich würde gerne. Wieso kann man nicht mehr drum herum schauen? Ist doch schade. Sag ich ehrlich, so ein bisschen Schaden für Malefique. Finde ich gar nicht so schlimm. Aber echt noch gut HP. Autschi. Immer auf Level 8 habe ich genau gleich gute Rollchancen, oder? Na, wisst ihr was? Machen sie es anders. Können wir Sniper gleich löschen? Jetzt gucken wir nochmal, vielleicht bekommen wir nochmal Schaden, dann sind wir schon Level 8, dann können wir Sniper löschen, die zwei rein haben wir 9er Elfen. Dann können wir uns schon mal langsam umorientieren, was hier auch die Items angeht. Was hat er eigentlich für eine Ult? Aktuell gar keine, müssen wir nochmal drauf achten. Vielleicht holen wir nachher noch Rubik. So, Snapfire bitte. Oh, Snapfire. Geil. Ja, die Runde verliere ich gleich wieder. Dann ist es gleich wieder durch das Thema.
Oh, das sind 10 XP, da bin ich fast Level up. Sehr gut. Ja, dann gehen wir das Level up jetzt rein. Mach mal so. Dich brauche ich nicht mehr. Gibt's hier. Nee, ich könnte es theoretisch dann gleich schon rollmäßig was gucken. Ich gucke mir erstmal hier, ob ich irgendwas Besseres bekomme. Ja, machen wir erstmal das hier noch. Marcy kommt schon hauptsächlich über Magic Damage. Ja, wobei, wenn ich mir das so anschaue. Kommt Marcy über Magic Damage? Ist das überhaupt interessant für Marcy, Magic Damage zu sammeln? Also, jetzt hast du eigentlich alle Items, die ich habe. Den Teleskop und die hier. Fußfetisch bei Paul festgestellt, oh Gott. Er zoomt verdächtig auf die Füße. Aber Anti-Match wurde genervt oder gebufft? Gebufft, glaube ich, sogar nochmal, ne? Anti-Match haben die jetzt irgendwie, dass er noch mehr Schaden drückt. Warte mal, wo ist denn hier das Update? Im letzten Rebalance. Anti-Mage Mana Break, Mana Deduction per Attack Increase von 30, 40, 60 zu 40, 60, 100. Also der macht mehr Mana Deduction. Wisst ihr was? Ich hoffe jetzt nochmal einfach auf Dingens hier. Auf Elite. Das dritte Mal auf Family Discount hoffe ich jetzt. Also den Force haben wir schon erreicht, das ist gut. Wir haben schon die 9er Elfen. Jetzt noch Marcy auf 3 bekommen, ist das Hauptziel. Und dann noch 2 Level für morgens, falls die Runde noch so lange geht. Ob das dann stark ist, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Anti-Match auf 2 will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich mach schon mal Streamer-Luck bereit. Also wenn ich jetzt nach dem dritten Mal Family-Discount bekomme, aber gut, du hast einen Kappa dahinter gemacht. Ist einfach nur genug meckern, haben wir schon festgestellt. Vortex könnte ein Problem werden, wenn nicht ein anderer ihn killt. Ah, okay, er stirbt gegen andere Leute hart weg. Ich glaube, Elfen ist nicht ganz so nice gegen so einen Shadowfiend. Wobei, die wurden genervt und dann wieder gebufft, oder? Die wurden ja genervt, die Demons, jetzt wurden sie wieder gebufft beim Rebalance-Dings. Fellpower increased von 7 zu 10. Dieses halb Deutsch, halb Englisch immer. Und die wurden wieder ein bisschen hochgebufft beim letzten Teil. Ja, jetzt stehen wir noch die eine Runde. Die machen wir auf jeden Fall. Wobei, so easy ist die gar nicht, oder? Bisschen Schiss. Das wird schon sein. Natürlich wieder mit einem schönen Rubik ohne Ult, wie jedes Mal in den Bot-Runden. Irgendwie hat man den Rubik, man verliert immer Runde 29 oder 24 oder so, wenn man Rubik hat. Immer die Runde vor der Bot-Runde. Jetzt kann ich noch als Tank da vorne hinstellen. Mayo. Stimmt, Traxy ist ja auch einer von uns. Schon fast vergessen. Was spielt denn der eigentlich? Dawnbreakers. Oh, Warlock mit Dawnbreaker. Das ist cool. Hallo Machara, mein Moin, Late-Night-Stream, was ist da los? Ich hatte Bock und ich kann morgen früh leider nicht und deswegen streame ich jetzt schon. Dann ist auch nicht so schlimm, wenn der Stream morgen nicht kommt. Reifband. Reifband Darby. Oh Gott, ist das schlecht. Oh, wenn mir das kommt, das ist natürlich angenehm. Streamer Luck, Mama! Oh Gott, die Rolls. Enchanted, I'm sure. Sagan and I stand with you. I bring an end to magic. Ich will noch mal kurz jetzt. Warte mal, BKB haben die irgendwie verbessert. Ach, der Cooldown ist schon noch 20 Sekunden vom BKB jetzt, stimmt. Das ist natürlich angenehm. Jetzt bringt mir den Schaden übrigens nichts mehr inzwischen. Jetzt bringt mir Damage nichts mehr, jetzt bekomme ich 20er reingedrückt direkt. Okay, wir gucken, dass wir schnell Marcy durchbekommen. Es wird mir schon wieder zu viel alles hier. Marcy schnell durchbekommen, den Anti-Mage mitnehmen, dann hoffen, dass wir noch irgendwie 2 Level schaffen.
Gut, beim nächsten Level können wir zumindest schon, wenn wir ein Level schaffen, können wir zumindest einen Zweier morgen schon mal stellen. Oh Gott, Zeus steht! Warum ist denn da jetzt ein Zeus? Kein Bock mehr. Da lacht er auch noch. Was ist das denn? Junge, dieser Bait die ganze Zeit. Alter! Oh, der eine Rubik noch. Und die eine hier noch. Ah! Den Rubik hätte ich schon gerne noch auf 3. Das Level hätte ich auch. Oh, wenn ihr mir Schexi. Komm, wir haben jetzt eine Chance, oder? Das ist asozial mit dem Zeus dazu. Zeus und Doppel-Chen ist eine übelste Frechheit. Hallo Blend übrigens. Servus Blend! Alter, Mahara ist auch der Ehrenmann, der halt immer die Updates reinhaut. Oh lol. Oh nee, komm, ich hab mich gerade schon gefreut. Lass mich jetzt nicht verlieren noch hier. Das wäre eine wertvolle Echo für mich. Wichtig. Komm, ich roll für den einen Rubik und achte noch auf den Brewmaster auf dem Ray. Komm, ein Rubik. Ein Brew. Meine Echo. Was ist der Brew? Ich muss durchziehen, bringt alles nix. Ich kann es nicht mehr anders, ich habe alles für diesen Rubik geopfert. Okay. Dann war es mit dem 4er Monk, aber wir haben zumindest die Level 3er fertig. Vielleicht bekommen wir noch 2er Monks rein zumindest. Rubik 3 ist cool und Marcy 3 ist auch cool. Und wir haben die 9er Mages, 9er Elfen haben wir ja eh. Das hat er sich geholt. Wow, er hat sich Lion geholt. Ist nicht sein Ernst. Guck mal, wieso hat mich Dortex so hart was macht denn Dortex hier, Alter? Was waren das für Sounds von Dortex? Dass der so hart weggemacht hat? Ich hab die Sounds gar... War das... Hä, was war das? Hab ich gar nicht gecheckt. Ich bin auch der einzige richtige Mod hier. Ungefähr 13 Stunden nach der normalen Streamzeit. Los, Schrexi, grill den Streamer. Ich kenne nur grill den Hänsler. Wieso hat mich Dortex so hart besiegt? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Kann sich Ruby wenigstens eine geilere Ult holen, hoffentlich. Ey, ich muss gleich Ben die Runde zeigen, falls ich noch überlebe. Aber ich kann es auch, glaube ich, so zeigen. Ich glaube, ich lösche mal. Ich werde schon noch irgendwie ein Ding ziehen, bis ich Level abschaffe. Zweier Monks machen eh nichts eigentlich. Guck mal, Blend. Sei stolz. Sei stolz. Kommt ein Herz. Ah, das Herz war gar nicht für mich, scheiße. Ist ja nur Krieger, beruhig dich. Ja, aber Blend liebt die Krieger. Das ist Blend Signature Move. Ein Traum. Richtige Items auf Kunkka gehabt. Ich hatte auf jeden Fall Refresher auf Kunkka. Platzhund hatte ich nicht bekommen, glaube ich. Ich glaube, ich hatte Refresher und diesen Blinker, der mir auch diesen, wie heißt denn der? Der Came Blink, oder? Ja, glaube ich. Bin mir nicht sicher gerade. Refresher auf jeden Fall. Hey, 14 WP. Moin, moin. Wunderschönen guten Tag.
Was ist denn in-house? Komm, Dragon. Mach keinen Affen hier. Denied. Ich glaube, ich nehme den Gleipnir. Gleipnir oder random? Genau, das ist keine Musikrichtung, finde ich gut. Die armen Kinder. Hey, nichts gegen meinen Englischunterricht, okay? Ich habe halt eher so traditionellen Dings Englischunterricht gegeben. Trigger mich, dass dort sein Feld unsichtbar ist. Was hat er für eine Ult jetzt eigentlich? Alter. Das ist natürlich interesting. Was meinst du, wenn drei im Rubik drin haben? Mit Stock auf die Finger. OT gedrucken. Junge. Ich hoffe, er killt mich nicht, der Dortex. Ich check seine Sounds nicht, die mir Schaden machen, ehrlich gesagt. Vortex überlebt, ist schon mal gut. Vortex stirbt jetzt und Schrexi ist, glaube ich, nicht so das Problem. Da zieht alles nach einem guten Happy End aus gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist auf Rubik, die Dings, ehrlich gesagt, die Dreier-Ult hier. So ohne Demons. Wie ätzend ist es mit diesem doppelten Chance und den Legendaries in den Chance und vorne die Legendaries, das ist ja sowas von überdreist. Reicht es schon für Level Up gleich? I bring an end to magic. Tschüss, Blue Button, bis dann. Ciao, ciao. Hier auch noch viel Spaß, natürlich. Ist meine Marcy gestorben? Das ist aber nicht Happy End-mäßig. Eskaliert er sich irgendwie zu einem Gen 3 hoch, Alter. Der Naga oder sowas? Und wie kommt der auf den Gen 3? Wie schafft der einen Gen 3? Wo kommt sein Gen 3 her? Ich verstehe das nicht. Entschuldigen Sie, ich verstehe das nicht. Ich bräuchte jetzt mal meinen Monk für 2er Monk-Buff wenigstens, den ich vorher gelöscht habe. Im Glauben, ich ziehe eh wieder einen Monk. Ja, wo hole ich jetzt dafür? Eigentlich nicht. Mein Gott, würde mir auch weiterhelfen. Hab ich aber auch nicht. Auch beiden Feldern haben wir jeweils gewonnen. Hä, ja, das ist so Quatsch. Ein Rubik 3 mit Sven Old. Wie frech ist das denn? Ist ja schlimmer als Ding noch. Lieber ein Anti-Match 3. Ja, Anti-Match 3 gar kein Problem. Mach ich mal schnell. Ey, wieso gibt's hier Backseat-Gaming für andere Leute? Was soll das? Ich glaube, das war's, oder? Sehr schön! GG! Mit der Marcy 3 sogar. GG! Ah, das war doch eine schöne Runde, Leute. Das war doch mal eine angenehme Runde. Ich sag ja, ich hab heute ein gutes Gefühl. Heute läuft's bisher auch ganz gut. An die Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese wundervolle, wundervolle Marcy 3. Ich bedanke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein!